Konjunkturdaten und viel Geldpolitisches steht auf der Agenda, steht im Terminkalender am Donnerstag. Zum Frühstück, zum Nachlesen gibt es erstmal das FED-Protokoll von der Sitzung vom 29. und 30. Oktober. Wir können dann schwarz auf weiß nachlesen, wer was gesagt hat und wer von den FED-Mitgliedern ein eher frühes Tapering will und wer eher ein etwas späteres Tapering will. In den Morgenstunden dann neue Nachrichten auch aus Tokio von der anderen großen wichtigen Notenbank, von der Bank von Japan. Sie beendet dann ihre zweitägige Sitzung mit einem Zinsbeschluss. Das werden wir so etwa gegen 7 Uhr möglicherweise bekommen. Schon vorher in der Nacht gibt es neueste Konjunkturdaten aus Fernost, und zwar aus China in dem Fall. Es gibt den HSBC Einkaufsmanager-Index für die Industrie in China. Und Sie wissen, diese Daten aus China, sie werden auch für uns immer wichtiger und haben eine immer größere Bedeutung. Dann gibt es Daten aus der Eurozone, und zwar um 10 Uhr den Einkaufsmanager-Index für den Monat November. Und am Nachmittag geht es dann schon wieder weiter mit weiteren US-Konjunkturdaten. Wie an jedem Donnerstag um 14.30 Uhr gibt es die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und um 16 Uhr dann den Stimmungsindikator der Notenbank von Philadelphia, den sogenannten Philly-Fed-Index für den Monat November. Und wem das nicht reicht, der kann vielen Reden lauschen, sprechen unter anderem die Fed-Präsidenten Lecker und Bullard. Vielleicht äußern die sich ja auch zu den jüngsten Rückgängen an der Preisfront. Wir haben ja am Mittwoch überraschend rückläufige Verbraucherpreise bekommen aus den Vereinigten Staaten. Also die Sorge geht wieder um das D-Wort, also Deflation. Keiner will es so richtig aussprechen. Und in Berlin gibt es zwei wichtige Auftritte. Einmal von Mario Draghi, dem Präsidenten der EZB, und von Jens Weidmann, dem Bundesbankpräsidenten.